Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex. Zu Deus Ex. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Kleiner Frosch im Hals, ja. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier diesen Kampf hinter uns gebracht. Die vier Bots sind zerstört worden. Dank diesen Bots, die wir hier rausgeschickt haben. Aber es war ein knapper Kampf, muss man schon sagen. Jetzt müsste... Ja, das ist unserer. Aber der lebt auch nicht mehr viel. Ja, egal. Auf jeden Fall, jetzt hier müsste dieses Ding entriegelt sein. Und das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Beziehungsweise, was mir noch einfällt, hatten wir nicht hier irgendwo ein Ding, wo wir uns aufladen konnten? Weil ich sehe nämlich gerade, unsere biometrisches Ding ist nämlich auf 0% runtergegangen. Ich weiß es nicht mehr, ob wir nicht irgendwo hier so ein Ding versteckt hatten. Im Haupthaus. Ich glaube, ich... Hoppla, da wollte ich jetzt nicht runterspringen. Ich glaube, ich gehe mal da nachschauen, ob da nicht noch irgendwas ist. Momentan müssen wir uns ja doch... Ich gehe einfach mal durchrennen. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. War hier hinten irgendwo irgendetwas? Nee, das war nur so ein Medi-Dings. Genau, das war das, was hier war. Ich hätte aber schwören können, dass da irgendwo was gewesen wäre. Ich weiß, dass ich jetzt einfach nur durchrenne. Ohne viel auf irgendwelche Dinger zu achten. Weil ich einfach wissen will, war da irgendetwas? Ja, ich weiß. Da oben war auch nichts, glaube ich. Ja. Nee, da war anscheinend nichts. Schade. Ja gut, dann... wo sind wir jetzt? Ah, da sind wir. Dann lass uns einfach mal hier reingehen und mal schauen, was jetzt hier zu finden ist. Vielleicht finden wir da so ein Aufladegerät wieder. Ah, die sind freundlich. 400 Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. You saved our asses. That was quite a battle. I need to talk to Gary Savage. How does it look out there? We got those bots brand new from a guy in Hong Kong, but I guess we should have locked down the power grid, huh? I took care of the enemy bots, but there might be a few snipers left. Be careful. We think Dr. Savage and the others are in the control room in the second floor of the command building, but communications are down. The person we sent to find them hasn't reported back. We gave him our key to the control room. I'll check it out if you want. How do I get there? The trapdoor in the back room goes down to the utility tunnels, which connect to the command building. We had to send someone that way because of the shooting. Maybe he didn't make it through the radiation. I don't know. He had no protection. The only hazard suits are in the command building itself. Ja, okay, neues Ziel erhalten. Finden Sie Gary Savage, er ist vermutlich im Kontrollraum und wir müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, durch irgendwelche Tunnel im Hintergrund da lang gehen. Alles klar. Hat doch bestimmt auch noch irgendwas. Ne, das kann man nicht öffnen. Sieht aus, wie wenn das so eine Truhe wäre, aber na ja, gut. We're trying to open a line to the control room. Ja, okay. Das ist auch nichts. Hallo Katze. Eine abgesägte Schrotflinte, was die hier alles so rumliegen haben. Aufzeichnung beginnt jetzt. TR
Thompson Reynolds, Forschungsassistenz. Das hier ist mein neuester Audio-Tagebucheintrag. MJ-12 hat uns umstellt. Völlig überraschend. Ich glaube nicht, dass sie sich dadurch noch sehr viel unbeliebter machen konnten. Aber niemand hat mit einem direkten Angriff gerechnet. Moment. Also, ich bin jetzt in den Tunnels. Wir haben den Kontakt zu Gary verloren. Und ich wurde ausgewählt, um herauszufinden, was hier vorgeht. Alle anderen sind mit dem Angriff beschäftigt. Okay, ich bin an einem der Terminals, werd gerade gebootet. Tunnel 01. Und das Passwort ist Omega 2A. Die Sicherheitssysteme sind deaktiviert. Ich hasse diese blöden Schutzanzüge. Man kann auf keine Zahl drücken, ohne 6 andere. Ich dachte, da war was. Moment, ich will nur. Und das war die Aufnahme. Alles klar. Ja, und da geht's runter und hoch. Alles klar. Okay. Und dann schauen wir mal, was noch in diesen Spinden hier drin ist. 2 Dietricher. Gespeichert ist ja. Dann machen wir nämlich auch den hier noch auf. Dann schauen wir einfach mal rein, was drin ist. Ob sich das lohnt. Ein Hoch auf die Speicherfunktion. Oh, ein Upgrade-Modul und ein Multitool. Das ist gut. Und hier Leuchtpfeile und Pfeiler. Okay, das ist mega gut. Aber ein Upgrade-Modul. Das Multitool ist jetzt nicht so das Wichtige. Ich meine, es ist nicht verkehrt zu haben, aber so wichtig ist es nicht. Aber, ja doch. Upgrade-Tool sind auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Was wollen wir denn upgraden? Wenn hier Radioaktivität herrscht oder so, wäre vielleicht das sogar ein bisschen besser. Dann haben wir schon eine bessere Verbesserung der Toxinresistenz. Und da unten soll ja sowas herrschen. Ich wollte zwar eher auf Ballistik gehen, aber wenn ich das jetzt gehört habe, hätte ich gesagt, erhöhen wir lieber das ja mal. Es macht vielleicht mehr Sinn. Okay, schauen wir noch auf die andere Seite. Was haben wir denn da noch alles? Ah, das ist nur die Toilette. Und da ist nichts mehr. Okay, alles klar. Bioelektrische Zellen können wir nicht mehr davon tragen, aber dann können wir ja schon mal 2 davon einsetzen, weil ich glaube nicht, dass wir hier herkommen. Nochmal. Und dann sind wir wenigstens wieder auf voll und auch wieder auf 50% von unseren Dingen. Okay, wo geht's denn jetzt da oben hin? Aha. Hier haben wir, wenn ich mal hochkommen würde, nochmal Munition für Scharfschützengewehre. Ja, aber das war's dann auch schon. Okay. Nö, das geht jetzt aber so nicht. Das war jetzt keine Absicht gewesen, dass ich auf die Katze drauf tritt. Also das geht so nicht. Nee. Gut. Jetzt sind wir eigentlich in den Tunnels. GC, I'm depending on you. When you find Savage, get him to help you uplink Daedalus. The Milnet computer should be near the control room on the second floor of the command building. Aha. Alles klar. Neues Ziel. Verbinden Sie Daedalus mit den Militärcomputern in der Nähe des Kontrollraums auf Ebene 2 des Kommandogebäudes. Finden Sie Gary Savage, er ist vermutlich im Kontrollraum. Okay. Schauen wir mal. Ah. Okay. Probieren wir mal, ob er die nicht von der Entfernung erledigen können. Oh.
Na, das geht irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, ich komme auch nicht an denen vorbei, oder? Ach, wenn das Ding nicht so unpräzise wäre. Ich glaube, ihr kommt da tatsächlich nicht dran vorbei an denen. Da glaubst du drauf und glaubst drauf, aber triffst nicht. Es ist etwas unpräzise, das ganze Ding. Ich sag ja, du glaubst drauf, aber irgendwie triffst du nicht. Entweder stelle ich mich einfach sehr blöd an. Ja, toll. Das ist ja echt super gelaufen. Immerhin ist er mal weg hier. Aha. Eins kann ich resetten, okay. Ich könnte natürlich es auch so probieren. Das ist immerhin... Ja, ich glaube, das ist besser so. Der läuft noch, oder? Ja. Der wurde nicht richtig erwischt. Ich glaube, das ist besser, als wenn man da die ganze Zeit irgendwie... ...uns rumschlagen müssen. Ja, gut. Weil, wie gesagt, mit dem Drachen, also mit dem Schwert zu treffen, gerade bei diesen Kleinen, wo auf dem Boden sind, ist es doch relativ schwierig. Also da habe ich echt Probleme mit gehabt. So, Kamera aus. Wir hätten allerdings auch auf das machen können. Habe ich jetzt schon gespeichert gehabt? Wenn wir... dieses Geschütz. Umstellen. Auf Feinde. So, jetzt machen wir mal aus. Dann können wir uns eine EMP-Granate sparen. Umso besser. An das habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt, dass wir das ja auch so machen können. Dass wir das Geschütz hacken können. Wow. Zwei Tools bräuchten wir hier. Was sagt eigentlich unsere Fähigkeiten?
2017, das dauert noch eine Weile. Hatten wir hier einen Code? Der war, glaube ich, alt, oder? Ja, der war alt. Ich glaube, irgendeinen Code hatten wir nicht. Command, ist das? Ja, das war ja nur der für den Bots, genau. Das ist auch keiner. Naja, okay. Wir haben leider keinen. Dann schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da reingehen. Okay, hier geht's runter. Wir müssen schwimmen. Okay. Da haben wir nochmal weiteren Code, den wir bräuchten. Ja, ich weiß. Und wo geht's jetzt hier hin? Zu diesen Reaktor-Dings. Ah, halt mal, hier kann man ja auftauchen. Kann man denn hier irgendetwas machen? Dass es sich überhaupt lohnt, hier reinzugehen? Ja, ich weiß. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob sich das lohnt. Wie sieht's denn hier aus? Wo geht's denn dann dahin? Hazard. Also wir haben hier den Reaktorraum und hier. Das Ding hier. Der auch ziemlich verstrahlt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es zwei unterschiedliche Wege sind, wie wir jetzt hier weitergehen können. Also entweder hier durch. Oder dadurch. Da bräuchte man... Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin mir absolut noch nicht sicher. Gehen wir erstmal wieder hier rein. So, und dann schauen wir uns jetzt nochmal genauer um. Aber vorsichtiger als vorhin. Kann man jetzt hier irgendwie in den Reaktor rein? Da liegt auf jeden Fall ein Feldstecher drin, das war's. Hier liegt ein Schlüssel noch rum. Nee, was ist das? Ja, doch, ein Nanoschlüssel. Für den Wartungsraum. Okay. In der Leiche ist nichts drin. Ja, hier sieht auch nicht aus, als ob irgendetwas wäre. Außer diese zwei Kisten hier halt. Ah.
Speer drin. Ist auch nix. Da hoch kommen wir ja. Doch, dann kommen wir hoch. Aber. Da könnte man theoretisch irgendwie hochkommen, aber da bräuchte man wahrscheinlich die Augmentierung mit dem Springen. Wobei ich hier auch gar nicht springen kann, eigentlich. Entweder komme ich von da oben nochmal runter irgendwo, um hier reinzukommen. Und das war's dann. Blöde Fliege wieder, die hier herumfliegt. Okay. Also ansonsten kommen wir hier nirgendwo hin, habe ich den Eindruck. Wir kriegen einen Schlüssel. Zwei Truhen mit Zeug drin. Und hier drin ist nicht wirklich was, wie es aussieht. Ja, ich bin mir echt noch nicht sicher. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht, hier reinzugehen. Also hier definitiv nicht. Und da schätze ich auch nicht. Das Einzige, was wir da groß hatten, war tatsächlich der Schlüssel und das war's. Ich glaube, wir sollten eher dann auf die andere Seite gehen. Da, wo die radioaktiven Sachen sind. Weil hier scheint es tatsächlich nichts zu geben. Naja gut, wie dem auch sei. Wir machen das dann beim nächsten Mal. So. Ich glaube, wie gesagt, es lohnt sich nicht, hier in den Reaktorraum zu gehen. Wegen den einen Schlüssel. Naja, da können wir wahrscheinlich die Tür immer noch so knacken irgendwie. Naja gut, schauen wir mal beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.